Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Markus hier von andreasbaulig.de und ich sitze hier bei der Vertriebsoffensive in Kempten. Und in diesem Video möchte ich ein wichtiges Thema ansprechen, was ich schon sehr, sehr häufig mitbekommen habe. Und zwar ist es, dass Menschen geile Ideen haben, die aber einfach nicht umsetzen. Ja, sei es der Unternehmer, der in seinem Business vielleicht gerade kurz davor steht, seine erste Werbeanzeige zu schalten, sei es die Person, die vielleicht sagt, ja, ich würde gerne ein Online-Coaching aufbauen und so weiter und so fort. Oder die Person, die sagt, hey, ich möchte mich umpositionieren, ich möchte das anders machen, ich möchte einen anderen Weg, einen anderen Ansatz verfolgen. Oder sei es die Person, die sagt, hey, ja, ich werde jetzt diese Person anrufen und werde einfach was kaufen und so weiter und so. Vielleicht kennst du das von dir selber, dass du auch manchmal darüber nachdenkst, irgendwas zu tun und zu starten und zu machen. Aber was passiert dann? Du hast die Motivation, sagst, ich will das machen und es passiert gar nichts. Und das ist ein riesiges, gigantisches Problem, was nicht nur du hast, sondern sehr viele Menschen da draußen. Und zwar, dass du einfach nicht in die Gänge kommst. Ja? Was soll denn passieren? Du sagst, hey, ich könnte das mal ausprobieren, ich könnte das mal machen. Und das sind doch die Worte, die diese Menschen benutzen. Kannst du mal in deinem Umfeld darauf achten. Sagen die Leute, reden die viel mit Konjunktiven, ja, könnte man mal machen, das sollte man mal tun. Ja, ich müsste echt mal eine Werbung schalten, ja, ich müsste wirklich mal meine Preise erhöhen. Das ist der Unterschied, diese Kommunikation ist der Unterschied zwischen den Leuten, die erfolgreich sind und die nicht erfolgreich sind. Weil die erfolgreich sind, die werden nicht hingehen und sagen, ich könnte mal meine Preise erhöhen, sondern die sagen, ich erhöhe meine Preise. Ich verlange jetzt mal statt 500 Euro für mein Coaching 5.000 Euro und ich könnte eine kaufkräftigere Zielgruppe suchen, sagen die, ich werde eine kaufkräftigere Zielgruppe targetieren und diese zu Kunden gewinnen. Das ist die Art, wie du kommunizierst, nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit anderen Menschen. Ja? Und das ist genau ein riesiger, großer Unterschied. Wenn du in deinem Umfeld darauf achtest, wer diese Konjunktive benutzt, dann weißt du, wer Sachen macht und wer sie nicht macht. Wenn du bei uns ins Office gehst, mit meinen Mitarbeitern sprichst, mit Kunden von uns sprichst, dann sind das alles Leute, die sind Macher. Ja, die kommen in ein Umfeld rein, wo alle Macher sind, automatisch wird man selber zum Macher. Wenn du da sagst, ich könnte das mal machen, dann kriegst du von einem Kollegen gesagt, hey, nicht ich könnte, machst du es oder machst du es nicht? Weil wir auf finale Aussagen bauen. Wir bauen darauf, dass Worte in unserer Welt, in der Baulig-Welt, in der Welt unserer Kunden etwas wert sind, dass sie Gewicht haben. Und nicht nur einfach so dahergesagt werden, ja, in der Welt, wo Worte einfach so kostenlos verfügbar sind und endlich viel verfügbar sind, wo jeder sagt, ich könnte das machen oder man könnte das machen, ich könnte irgendwann mal Superstar werden und ich werde vielleicht irgendwann mal Rapper und ich werde mal das machen, ich könnte mal starten damit, ja. Sind wir diejenigen, die sagen, ich mache das, ich tue das und ich setze das um. Und die dann auch nicht nur ihrem Wort Gewicht geben, indem sie es tatsächlich wirklich in der realen Welt tun. Und ich weiß, es ist schwer, das zu machen. Es ist nicht leicht, sich hinzusetzen und die Sachen umzusetzen, ja, weil es kompliziert ist, man weiß ja nicht, wie es geht. Aber weißt du was, du wirst niemals, niemals wissen, wie es geht, wenn du nicht anfängst, es zu tun. Wenn du nicht anfängst, den ersten Schritt zu machen, dann den zweiten Schritt zu machen und auch den dritten Schritt zu machen, auch wenn die einzelnen Schritte gar nicht mehr so kompliziert sind, ja, aber im Großen und Ganzen super komplex aussehen, wirst du niemals vorankommen, wenn du nicht einen Schritt nach dem anderen gehst. Und das ist das, was ich dir vermitteln möchte. Hör mal auf zu sagen, was du alles machen könntest. Ja, ich könnte meine Werbeanzeige schalten, ich könnte mal meine Preise erhöhen, ich könnte mal mich selber umpositionieren, mich klarer machen, ich könnte mal mit Online-Marketing starten, ich könnte mal anfangen, ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Und ich möchte gerne ein erfolgreicher Unternehmer sein, ich möchte meiner Familie alles kaufen können, ich möchte meinen Kindern was darbieten können. Ja? Statt das zu sagen und zu kommunizieren, mach's doch einfach mal. Es spricht doch nichts dagegen. Es ist genauso anstrengend und es erfordert genauso viel geistige Kapazität, etwas zu träumen, wie es tatsächlich zu machen. Ja, es ist genauso anstrengend, klein zu denken, wie groß zu denken. Es ist genauso anstrengend. In beiden Fällen musst du einfach nur denken, du denkst halt nur über andere Sachen nach. Und setzt halt andere Sachen um, in kleineren Schritten. Weil jeder einzelne Schritt an sich ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig, ein Telefonat zu führen. Der erste Schritt ist, ich überlege, wen rufe ich an. Der zweite Schritt ist, ich wähle die Nummer. Der dritte Schritt ist, ich rufe an und bin am Telefon. Die Person geht dran oder eben nicht. Dann rufe ich eben nochmal an. Oder ich rufe jemand anderen an.
Und wenn du am Telefon bist, kommen die Worte eh von selbst. Weil du musst ja irgendwas machen, wenn du dich selber nimmst und sozusagen in die Situation reinschmeißt. Das ist, was du machen musst. Dich viel öfter ins kalte Wasser werfen. Immer wieder ins kalte Wasser werfen. Einmal, noch einmal. Und das machst du dann so oft und so lange, dich wieder selber in Situationen reinwerfen, die du nicht weißt, wie du sie handeln kannst, bis du auf einmal merkst, es ist egal, welche Situation ich habe. Es ist egal, in welche Situation ich hineingeworfen werde, ob es aktiv ist oder passiv, ja. Ich kann sie lösen. Genauso geht es nämlich mir, meinem Bruder, Abend, unseren Mitarbeitern, die werden ständig in Situationen geworfen, die sie nicht kennen. Aber sie wissen, egal was in der Situation da ist, ich kann sie lösen, weil sie es schon so oft gemacht haben. Das ist das, was du tun solltest. Wirf dich erstmal in eine Situation, die du nicht kennst. Fang mal an, was zu machen und rede nicht nur darüber, hör auf Konjunktive zu benutzen. Leg einfach mal los, genauso wie wir das machen, wie unsere Kunden das machen. Ja, wir haben die besten Programme. Unsere Programme sind die Programme im Markt, die dafür sorgen, dass du einfach umsetzt. Wir haben eine Gemeinschaft aus Gewinnern, von Menschen, die was machen, die einfach mal so 2000 Euro Coachings verkaufen, Dienstleistungen verkaufen oder einfach mal so ihren Umsatz verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen innerhalb von kurzer Zeit, weil sie handeln. Wenn du auch handeln willst, wenn du keine Lust mehr hast, dieses hätte, könnte, ich möchte das machen, ich sollte das mal tun, wenn du da keinen Bock mehr drauf hast und endlich mal in deinem Leben was erreichen möchtest und umsetzen möchtest, ja wirklich etwas machen, dann geh jetzt auf www.andreasbaulig.de und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wirf dich mal in diese Situation, wo du mit Menschen reden musst, die wirklich wissen, wie du vorankommst, die dir mal einen Plan mitgeben und die vor allem auch wollen, dass du den umsetzt. Ja? Die dich nur weil sie in den Arsch treten, dass du es machst. Also www.andreasbaulig.de, einfach eintragen für ein kostenloses Erstgespräch und wir sehen uns dann entweder hier wieder in einem weiteren Video, den Channel abonnieren oder eben in diesem Erstgespräch. Mach's gut, ciao. Hi, ich bin Stefan Sommerfeld von stefansommerfeld.de und ich helfe kleinen und mittleren Unternehmen dabei, ihre Bekanntheit zu steigern und mehr Kunden und Fachkräfte anzuziehen, indem ich ihnen einen professionellen Webauftritt aufbaue. Auf jeden Fall habe ich viele Gleichgesinnte sozusagen kennengelernt, die einfach Gas geben und da wird man natürlich auch selber motiviert, dran zu bleiben. Meine größten Learnings aus dem Coaching waren, dass man sein Angebot so simpel wie möglich an seine Zielgruppe kommunizieren soll und dass man allgemein immer ja, in einfacher Sprache mit jedem kommuniziert, denn gerade wenn man auf einem Gebiet ein Experte ist, dann spricht man gerne Fachchinesisch und das bringt keinen was. Und ja, das war so meine größte Erkenntnis. In der Einfachheit liegt das Geld. Wie ist es mit den Bauligs zu arbeiten? Ich finde es persönlich ziemlich geil. Die sind direkt, die sind ehrlich. Ich weiß, dass die genau die Wahrheit sagen und das ist auch immer alles faktenbasiert. Und das hilft mir schlussendlich auch weiter, selber zu wachsen. Jungs, macht weiter so, ihr seid der Hammer. Und ich bin stolz, bei euch im Coaching zu sein.